Sage, ihr habt meine Geschenke nicht wert. Kamerad, ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Befreit von Ragnars Barriere und den Fesseln. Ich bin hier, um euch zu beschützen, Kamerad. Und um euch dabei zu helfen, diese Aufgabe zu... Werft die Waffe. Ihr habt's geschafft, Kamerad. Ich werde euch den Weg nach Hause erleuchten. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Freund. Der Morto um Vivicus wurde zerstört. Es war mir eine Ehre, die Gilde zu retten, der ich mein Leben lang gedient habe. Kamerad, es ist gut wieder mit... Bera erzählte uns von Elifs Plan, Sied alle Farben zu jagen. Ich sehe, dass Merrick und der Geist von Jofnir Eisklinge euch begleiten. Sagt es uns, damit wir alle und die Acht es hören. Was ist geschehen? Um ihr Urteil zu vollstrecken. Um sie für ihre Missetat zu bestrafen. Und dennoch stelle ich fest, dass sie noch gesund und munter ist. Warum ist dem so? Im Ernst? Gerecht? Der Mord an einem tapferen und fähigen Anführer war gerecht? Was für Worte hat sie wohl gefunden, um euch davon... Ich verstehe. Ich kenne Meridia als Feindin des Todes in ganz Tamriel. Als ein Licht in der Dunkelheit. Und dennoch... Nun gut. Wir werden uns gleich um sie kümmern. Wo ist die Khajiit? Wo ist Elif? Noch mehr Verrat. Ich wusste schon seit Jahren, dass sie mit gespaltener Zunge spricht. Aber der Herr der Lügen. Ihr habt die Gilde von einer üblen Verderbnis geläutert, Kamerad. Wir sind euch Dankbarkeit schuldig. Ihr müsst euch nicht um Merrick sorgen. Wir sind schon zu einer Entscheidung gelangt, was ihn angeht. Aber sieht alle Farben. Kamerad, für gewöhnlich würden wir es einer Daedra-Anbeterin niemals erlauben, so dicht bei der Führung. Ich räume es nur mit einigem Widerwillen ein, aber ich glaube, ihr habt recht. Und ich glaube, ich weiß schon, wie sie uns zu Diensten sein kann. Wenn ihr so frei wärt, Kamerad, dann kommt an meine Seite. Wir haben einige Angelegenheiten zu erledigen. Sieht alle Farben. Präsentiert euch dem Rat. Der Rat hat entschieden, dass wir den Vertrag zur Bekämpfung der Daedra respektieren werden. Meridia sorgt durch ihre weltlichen Diener weiter für Geld. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass ein Mörder Gildenmeister bleibt. Ich verstehe. Wir haben entschieden, euch einen neuen Titel zuzuweisen. Das Licht der Gilde. Ihr werdet den neuen Gildenmeister in allen Belangen der Daedra für den Rest eures Lebens beraten. Buße für das Blut an euren Händen. Hab Dank, Gräfin. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid entlassen. Merrick, präsentiert euch dem Rat. Merrick Atasvala, in Anbetracht eures Dienstes für die Gilde, in Anbetracht eures guten Urteilsvermögens und tapferen Herzens, können wir uns keinen vorstellen, der besser geeignet wäre. Ihr, Merrick,
Seid der neue Gildenmeister der Kriegergilde. Es obliegt euch, die Vollendung des Vertrags zu überwachen, der von Sied alle Farben etabliert wurde. Seid vor den Kräften Molag Bals auf der Hut. Die Gilde ist ein Schild, eine Bastion für die Bewohner Tamriels. Handelt weise. Ihr seid so ruhig, Merrick. Was habt ihr zu all dem zu sagen? Ich danke euch, Ratsmitglieder. Ich akzeptiere diese Position mit Ehre und Anstand. Ich schwöre bei meinen Vorfahren, ich werde euch nicht enttäuschen. Nun, Gildenmeister, bitte bringt unseren Freund hinaus. Wir haben viel zu besprechen und wenig Zeit zur Planung. Kamerad, viel Glück auf euren Reisen und wir freuen uns auf unser nächstes Treffen. Kommt, Kamerad, ihr könnt nichts Gutes bewirken, wenn ihr euch in dieser Schmiede versteckt. Auf in den Kampf! Sprecht einen Moment mit mir, mein Kamerad. Wer hätte schon ahnen können, dass wir hier nun so stehen, mein Freund? Ihr habt ein Artefakt des Fürsten der Lügen. Bei Stendars schweißigem Schwertarm. Ich tue mich immer noch schwer damit, das alles zu begreifen. Elif ist tot. Und sie war eine Dienerin von Molag Bal. Und sieht alle Farben. Haben wir das Richtige getan? Ja, da habt ihr recht. Aber Elif war meine Freundin, Kamerad. Ich kannte sie schon seit... Wisst ihr, wir haben immer Witze darüber gemacht, was wir tun würden, wenn wir die Anführer der Gilde wären. Habt ihr eine Lieblingstaverne? Ha! Jetzt, mein Freund, werde ich mich ausruhen. Was morgen kommt, kommt morgen. Und nur Stendar weiß, welche Herausforderungen uns bevorstehen. Fürs Erste werde ich mit dem Rat sprechen. Und für dieses morgen planen. Ja, in der Tat. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg zur Erdschmiede von jetzt an für euch offen bleibt. Ich habe festgestellt, dass Ausrüstung, die hier gefertigt wurde, oft über besondere Eigenschaften verfügt. Das könnte euch gelegen kommen. Viel Glück, mein Freund. Die große Zeit der Unruhe in der Gilde ist vorbei. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin auf dem Weg nach Sovngarde und den Hallen von Iskamor. Doch bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch ein Geschenk machen. Die Prisma-Waffe. Ich habe sie von dort geborgen, wo der Mortuum Vivicus. Ihr seid ein wahrer Held der Gilde, Kamerad. Ihr verdient nicht weniger. Zudem wurde die Waffe aufgelöst, als der Vivicus verschlungen wurde. Kamerad, ich werde... sehr müde.